So, Hallöchen. Hi, Matthias, grüß dich. Ich bin heute allein, denn Christian kann heute leider nicht. Der hat Besseres zu tun mit seiner Familie. Christian ist aber am Mittwoch da und am Mittwoch spielen wir auch, ja, wie heißt denn? Kyrandia, genau. Spielen wir am Mittwoch weiter. Christian ist auch sehr zuversichtlich, dass wir da vielleicht sogar ganz durchkommen. Ich habe gedacht, moin, Magic Stick, grüß dich. Ich habe gedacht, als amtierender Nerdquiz-Champion trete ich heute einfach mal alleine da, denn ja, muss ja irgendwie gehen. Ja, Matthias, ich verstehe es auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier verraten darf, aber heute gibt es ja ein größeres familiäres Event, sage ich mal, bei Christian in der Familie. Und das ist ganz überraschend heute. Okay, passiert einmal im Jahr. Aber trotzdem ganz überraschend heute. Und da haben wir gesagt, ja, ist ausnahmsweise mal vergeben. Soll er sich mal einen schönen Abend machen? Wie gesagt, Christian ist am Mittwoch wieder da. Und ja, ich dachte mir, ich habe ja vor, puh, keine Ahnung, 2 Wochen oder so mal mit Andromedas Erbe Teil 1 angefangen. Und ich glaube, das ist gar nicht mehr. Oh, ich habe ein Virus. Ah! Oh, das ist ein lustiger Gag. Es ist ein Gag. Glück gehabt. Genau. Ich dachte, ich spiele mal Andromedas Erbe 1 heute fertig. Ich glaube, das haben wir wahrscheinlich in einer halben Stunde. Und dann können wir uns mal überlegen, ob wir entweder in den zweiten Teil reinschauen. Denn, ja, Magic Stick, vielleicht ist das wirklich gar nicht so falsch. Ich glaube, Christian hat es nicht irgendwie getroffen, dass ich gewonnen habe. Ich glaube, für Christian war das Problem, dass ich die Mario Kart-Frage beantwortet hatte. Und ich kann es euch heute ja verraten, das war absoluter Zufall, denn ich habe zwar auch eine Switch und ich habe auch Mario Kart und ich spiele das ab und zu auch ganz gern. Ich bin aber bei weitem nicht so ein Profi wie der Christian. Aber ich habe mir mal diese ganzen Zusatzstrecken, es gibt bei Nintendo gibt es dieses Zusatzpack, da sind ein paar Mario Kart-Strecken dabei und auch die ganzen Gameboy-Spiele und so, die man auf der Switch spielen kann. Und das kostet irgendwie, glaube ich, 15 € im Jahr. Und ich habe mir das geholt und habe mal geschaut, was da alles dabei ist. Ich wohne ja hier in Süddeutschland, da schaut man sich sowas ja ganz genau an. Und da habe ich gelesen, 96 zusätzliche Strecken für Mario Kart. Also im Prinzip so viele. Da brauche ich wahrscheinlich so 10 Jahre, um die halbwegs zu beherrschen. Aber mich hat die Zahl begeistert. 96 Strecken, richtig viel. Und irgendwie hat sich diese, ja, im Endeffekt relevante Information so ganz hinten im Gehirn irgendwo abgelagert. Und zum richtigen Zeitpunkt am Quiz kam die mir wieder in den Sinn. Und dann war halt der Klickfinger ein bisschen schneller wie bei Christian. Und ja, da bin ich wirklich stolz drauf. Aber. Und zack, abgesackt, abgesnackt, ja. Ja, Matthias, ich habe es, glaube ich, schon auf verschiedenen Kanälen gesagt, aber ich höre nicht auf, das zu sagen. Das war mega cool organisiert. Das ist echt mega, mega geil gewesen. Hat mir echt mega Spaß gemacht. Und ich habe mit Christian gequatscht. Wir haben ja auch zu dritt nochmal gequatscht. Wir haben auf jeden Fall Bock, sowas nochmal zu machen. Und vielleicht ist das das große Revival der großen. Ja, Freitagabendunterhaltung. Also, mir hat es mega Spaß gemacht. Und ja, also müssen wir irgendwann auf jeden Fall wiederholen, wenn es zeitlich passt. Ich habe richtig Bock. Okidoki. Ich höre mal ganz kurz in den Sound rein vom Spiel. Oh yeah. Ich weiß nicht, ob ihr letztes Mal zugeschaut habt, sonst gebe ich euch mal ganz kurz ein kleines Update. Um was geht's in Andromedas Erbe? Das ist ein Shareware-Adventure, Anfang der 90er kam das raus, ist von zwei Typen damals gemacht worden. Es gibt zwei Teile. Der erste Teil war Shareware, konntest du kostenlos kopieren. Den habe ich damals auf wahrscheinlich einer PC Games CD oder so in die Finger bekommen. Ich fand das damals richtig gut, war damals schon großer Adventure-Fan und habe mir dann für 20 D-Mark, glaube ich, die Vollversion damals per Post bestellt. Bei dem, ich glaube, Daniel Dingel hieß der Entwickler von dem Spiel, hat man einfach, er hat den Geldschein hingeschickt und hat sich dazu noch so ein Bestellformular ausgedruckt. Und da gab es ein paar Tage später oder eine Woche später gab es einen Umschlag mit, ich glaube, zwei Disketten. Da war dann die Vollversion drauf, also im Prinzip Teil 2. Und mir hat das damals viel Spaß gemacht. Genau, und ich habe das neulich mal angefangen. Was haben wir alles in dem Spiel? Wir sind schon relativ weit. Wir selber spielen Peter Platon. Ich gehe mal kurz darunter.
dass der Sound ein bisschen aussah. Genau, wir sind Peter Platon und wir sind so eine Art interstellarer Privatdetektiv. Und wir untersuchen so eine kleine Verschwörung. Also so ein paar, so ein Forschungsteam ist verschollen. Die haben so ein UFO untersucht auf so einem Planeten. Die Planeten haben alle ganz strange Namen. Und wir haben auch ein kleines Raumschiff, mit dem können wir rumfliegen. Und man muss diese Namen immer eintippen. Und ich muss mal schauen, ich habe irgendwo eine Textdatei, wo ich was mitgeschrieben habe. Also wir sind gerade auf dem Planeten Fractalus, genau. Wir waren aber auch schon auf dem Planeten Zara 4, das ist der UFO-Planet, wo das UFO abgestürzt ist, haben wir ein bisschen was geschaut. Und wir waren auch schon auf dem Planeten Mordok. Mordok ist unser Heimatplanet. Da haben wir eine Wohnung im 72. Stock. Genau, da können wir später auch nochmal vorbeischauen. Und hier auf dem Planeten Fractalus, da ist ein Professor, der hat so Forschung gemacht. Und wir haben verschiedene Sachen schon gefunden. Unter anderem haben wir so eine Art Mini-Spion, also eine Wanze. Und wir haben vermutlich, das ging zumindest aus dem Dialog hervor und in den tiefsten, den tiefsten Rillen meiner Erinnerung ist es auch noch verankert. Dieses Gerät hier ist eine kleine Mini-Zeitmaschine. Und was haben wir denn alles? Gib, schließe, schau. Wenn wir uns die nochmal anschauen, merken wir, das Ding hat zwei Fächer. Das kleinere davon ist eine Art Batteriefach. Da fehlen uns aber zwei Batterien. Die müssen wir noch finden. Und es gibt eine kleine Tastatur. Weiß ich noch nicht, was wir da machen. Aber ich glaube, eine Sache, die man machen kann, ist, man kann diese kleine Wanze, den Mini-Spion, da glaube ich, reinlegen. Und an was ich mich noch so ganz, ganz düster erinnere, wir haben auf unserem Heimatplaneten, ich muss nochmal auf die Textdatei schauen, auf Mordok, da gibt es so eine Kneipe beim lustigen Horst oder so. Und da waren wir auch schon drin beim letzten Mal, haben mit dem gequatscht und er hat uns gesagt, dass jemand an einem der hinteren Tische irgendwas besprochen hat, was Verdächtiges. Aber der liebe Horst, der konnte es natürlich nicht hören, ist halt auch ein total guter Barkeeper, der belauscht die Gäste nicht. Und meine Theorie ist, dass wir, muss mal kurz schauen, meine Theorie ist, dass wir, Sound ballert ganz gut, wenn wir die Dings haben, die, wie heißt es denn? Meine Theorie ist, dass wenn wir die Batterien haben, dass wir vielleicht diese Zeitmaschine nehmen können, um das Gespräch in der Vergangenheit da zu belauschen. Und ich vermute, dass wir irgendwo auf der Insel noch die Dings finden. Die Batterien. Da ist ein Wasser, wir haben so ein Boot. Fahr wieder zurück. Ja, da sind wir letztes Mal schon ziemlich viel rumgelaufen. Ich weiß nicht mehr genau, wo es hinging. Also die Übersicht ist nicht so mega gut hier. Das ist unser UFO oder unser Raumschiff, besser gesagt. Mit dem können wir nachher zurückfliegen zu unserem Ausgangsplaneten. Genau. Ja, was ich vorhin noch sagen wollte. Wenn das jetzt wirklich meine Erinnerung nicht komplett zerfressen hat und es nicht mehr so viel zu spielen ist, könnten wir überlegen, ob wir uns entweder den zweiten Teil anschauen. Oder ob wir uns, jetzt muss ich nach dem Namen schauen, The Secret of Donkey Island anschauen. Das ist ein, kein Fan-Adventure, es ist ein Parodie-Adventure, was Monkey Island auf die Schippe nimmt. Das ist ein tschechisches Adventure aus dem Jahr 94. Und da gibt es mittlerweile eine englische Übersetzung, die auch mit Hilfe der oder mit Erlaubnis der Entwickler auch frei im Internet verfügbar ist. Und ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber vielleicht ist das ganz lustig. So, hier ist wieder ein Ausgang. Ich war letztes Mal noch auf so einer anderen Ecke der Insel. Die sah so ein bisschen aus wie, ja, wie wenn es Nacht wäre. Und ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Aber so groß ist das hier nicht. Also wir können hier überall rum. In der Schlucht waren wir schon drin. Da haben wir den toten Forscher gefunden. Jetzt muss ich mal gucken. Vielleicht war es irgendwo hier. Okay, da geht es nicht weiter. Ich glaube, man konnte... Da sind wir hochgeklettert, da gab es aber sonst auch nichts mehr.
Mit dem Teil konnte man fahren, aber dazu musste man da reinklettern und da konnte man mit dem Seil rein ins Labor. Okay, hier können wir rausgehen. Es gibt irgendwo noch so einen zweiten. War das der? Nee, der war es nicht. Es gibt noch immer so eine zweite Luke und wenn man da reinklettert, kann man mit dem Teil fahren. Ich glaube, da kommt man dann auf einen anderen Teil der Insel. Jetzt nochmal zurück. Ja, man merkt, das ist halt ein Spiel von 94. Und das haben halt zwei Leute gemacht, wobei wir haben ja neulich Cleo gespielt. Das ist ein Spiel, was nur eine Person gemacht hat. Benutze Hebel. Das geht nicht. Okay, drücke Hebel. Ach ja. Ich sag mal, der hat halt gut recycelt. Hier waren wir schon mal. Der hat halt schon sehr, sehr gut recycelt. Und man merkt bei dem Spiel, so auf Anfang der 90er, als sie das gemacht haben, da waren wir auch schon, okay, muss ich mal nach Nummer 1 fahren. So Anfang der 90er, als sie das gemacht haben, waren halt so Render-Grafiken ganz modern. Da gab es wahrscheinlich so den Data-Backer Render Manager oder so. Da konnte man dann wahrscheinlich schon ganz gut so, okay, ganz gut was wegrendern. Okay, was haben wir denn hier? Eine Hängematte, hier ist ein Ausgang, okay. Ja. Also würdest du sagen, dass es so ähnlich aussieht? Warte mal, Magic Stick. Donkey Island ist von 94. Ja, habe ich zumindest hier gelesen. Warte mal, ich schicke euch mal kurz einen Link hier rein. Augenblick. Genau, Juni 94. Das gab es halt ursprünglich nur auf Tschechisch. Und das wurde halt von ein paar Leuten auf Englisch übersetzt vor einiger Zeit. So, wo kann man jetzt noch hingehen? Nirgends mehr. Ich glaube, ich habe mit dem Christian ja den. Hier geht's noch weiter. Okay, hier ist was mit Boot und hier ist ein Motor. Ich habe mit Christian den Podcast gemacht zu Monkey Island und ich glaube, wir haben das da irgendwo mal gelesen, dass es das gibt, aber ich habe das nie gespielt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich habe es mal runtergeladen und einmal kurz geschaut, ob es in der DOS-Box läuft. Und das Boot ist für nichts mehr zu gebrauchen. Okay. Kann ich mit meinem Paddelboot hier vielleicht fahren? Lieber nicht, in der Dunkelheit ist das zu gefährlich. Was kann ich denn sonst noch machen? Ich habe einen Motor. Kann ich vielleicht den Motor mit dem Boot benutzen? Nee, kann ich vielleicht den Motor mit dem. Das geht nicht. Kann ich den vielleicht an mein Schlauchboot ranballern? Du festigst den Motor am Paddelboot. Okay, benutze Paddelboot mit. Lieber nicht, in der Dunkelheit ist ja das so gefährlich. Was kann ich noch machen? Vielleicht kann ich ja in der Helligkeit damit fahren. Also auf der anderen Seite. Okay, also hier geht es glaube ich nicht weiter. Dann fahre ich da mal wieder zurück. Bam, bam, bam. Da war ich ursprünglich. Und da ist ja auch noch Wasser. Hier bin ich aber schon mal gefahren. Ging es nicht irgendwo auf diesem. Ging es nicht auf diesem Berg noch irgendwo ein bisschen weiter? Geht's da rüber, okay. Da kann ich fährst zum anderen Ufer, okay. Jetzt
bin ein bisschen am Überlegen. Ja. An was scheitert das, Matthias? Oder was ist so schwierig, das zu laufen zu bringen? Auf Final Unity? Ich glaube, hier ging es noch irgendwo. Ich glaube, hier gab es noch irgendwo eine andere Stelle, wo man mit diesem Boot fahren kann. Aber wie Matthias schon ordentlich angemerkt hat, das sieht alles ein bisschen ähnlich aus. Hier geht es nochmal hoch. Hier geht es nochmal ein Stückchen weiter. Hier ist aber nichts mehr, oder? Nö, ich gehe zu. Hier ist gar nichts mehr. Hier ist ein Ausgang. Da geht es aber wieder zurück. In der Schlucht war ich schon. Da gibt es auch nichts. Und wenn ich mit dem Boot hier nochmal zurückfahre, fährt wieder zurück. Hier kam ich her. Also in der Tat ein kleines bisschen unübersichtlich. Du bist schon da. Okay. Hier geht's nochmal eins zurück. Hier ist nochmal das Raumschiff. Ah ja, hier ist noch die andere Stelle, genau. Und ich glaube, da konnte ich nämlich letztes Mal mit dem einfachen Paddeldings nicht weiterfahren. So, grüß dich. Sascha Samba, grüß dich, hi. Na Matthias, nachdem du es gesagt hast, dass alles so ähnlich aussieht, merke ich, dass du zu 100% recht hast mit der winzig kleinen Einschränkung. Die haben da ganz viel mit Farbe gearbeitet. Ich glaube, das sehe ich jetzt in der dritten Variante schon. Aber hey, wir hatten ja nichts. Geil, was ist denn das hier? Schau an, das Gerät. Du siehst nichts Ungewöhnliches. Hier ist ein kleines Fach. Wahrscheinlich ist da die Batterie drin, oder? Öffne das kleine Fach. Yes. Da ist doch etwas drin, oder? Ah, mit einem Auge peilen. Okay. Das heißt, ich habe eine Batterie. Das passt schon mal. Dann würde ich mal kurz zurückdüsen. Ja, Matthias, wenn du da noch ein Problem hast, das Spiel auf dem Rechner laufen zu bringen, dann kannst du gerne auch mal bei uns in Discord mal was reinschreiben. Also ich bastel ja auch. Ich muss ja immer ganz viel basteln, weil ich immer am Mac spiele. Und Christian ist auch, bastelt auch gern. Und ich glaube, ein paar andere basteln auch super gern. Vielleicht kriegen wir das ja zusammen sonst hin. Guti, was habe ich denn jetzt? Ich muss mir mal kurz ins UFO hier, das Raumschiff reinsetzen. Da ist es nicht so laut. Benutze Batterie mit dem kleinen Kästle hier. Eine Batterie ist drin. Und ist vielleicht in dem Motor noch eine drin? Schau an. Ein Elektromotor. Da. Okay. Öffne den Motor. Ich habe eine Batterie. Voll gut. Benutze die Batterie mit dem Kästle. Okay. Und dann schaue ich es mal an. Okay. Also Kästle ist auf jeden Fall drin. Dann würde ich jetzt mal auf den Heimatplanet zurückfahren. Und zwar drücke ich dazu, ich glaube, die grüne Taste. Es passiert nichts, nee. Dann die Taste. Okay, Zielort war Mordok. M-O-R-D-O-C-C. M-O-R-D-O-C-C. Kurs gespeichert. Benutze grüne Taste. Wozu soll das gut sein? Sehr gute Frage, weiß ich nicht. Benutze rote Taste. Wozu soll es gut sein? Okay, drücke. Du schließt die Schiffsluke. Wursch. Okay, ich glaube, die grüne macht wieder die Tür auf. Es passiert nichts. Drücke die rote Taste. Die Luke öffnet sich. Also, ich fand das damals mega gut, das Spiel, als es rauskam. Ich drücke wieder mal Knopf. Ein paar Augenblicke später. Ich gehe hier rein und ich glaube, ich drücke den grünen für ganz unten. Ja. Fun Fact, jede Etage sieht im Treppenhaus gleich aus
Und das Spiel beginnt in der Wohnung von dem Typ, von dem Peter. Und ich bin dann aus der Wohnung raus und habe ein paar Mal auf den Flur draufgeklickt und dann geht man halt immer eine Etage hoch oder runter. Und ich wollte dann später wieder in die Wohnung und dachte mir dann so, welcher Stock ist das? Weil es gibt 90 Stockwerke. Und ich habe dann gedacht oder habe dann später gewusst, irgendwo so bei Stockwerk 60 oder so sind wir. Und habe dann echt viel ausprobiert, um herauszufinden, dass es Stockwerk 72 ist. Und Sasha Samba, ja, die 3D-Modelle, das ist halt so dieser Charme, den es damals irgendwo gab. Horsts gute Stammkneipe. Das ist der Horst. Und ich würde mit dem nochmal ganz kurz quatschen. So, an welchem Tisch genau? Weil da hat vorhin jemand gequatscht. Oder letztes Mal jemand gequatscht. Stadthorst Stammtisch, ganz hinten in der Ecke, warte mal. Als ich vorbeikam, um Getränke zu bringen, habe ich ein Gesprächsfetzen mitbekommen. Es ging um Fraktalus. Und auf Fraktalus waren wir. Genau. Genau. Und der Ramas, der Professor, der ist auch tot. Dann gucken wir uns das mal an. Okay. Bild. Kann man da irgendwas, vielleicht dieses Gerät irgendwo hinpacken? Was ist das? Das ist ein Loch. Ja, perfekt, oder? Benutze Gerät mit Loch. Stellst das Gerät ein auf 12, bababa, bababa und versteckst es in dem Loch. Und jetzt ballert aber die Animation hinten so richtig gut rein. Du nimmst das Gerät wieder aus dem Loch heraus. Und jetzt müsste ich doch diesen, wahrscheinlich muss ich es öffnen. Öffne Gerät. Ich hole den Mini-Spion raus und jetzt benutze ich den. Nee, ich schaue ihn an. Ich drücke ihn. Okay, der Mini-Spion hat ein Gespräch zwischen zwei Personen aufgenommen. Die eine stammt eindeutig. Okay. Hallo, was ist los? Der Professor macht Ärger. Wirklich? Er will unbedingt wissen, woher wir die Probe haben. Du hast ihm doch wohl nichts gesagt. Okay. Nein, er will doch unter diesen Bedingungen nicht weiterarbeiten. Ich glaube, ich muss unserem Professor mal ein wenig Druck machen. Ich werde heute noch einen Abstecher zu Fraktalus machen. Hast du die anderen Sachen beisammen? Welche Sachen? Ja. Dann können wir jetzt nach Sakron. Das ist ein Planet, schreibe ich direkt mal auf. Okay. Sakron. Ja, da würde ich sagen, Schüssel Horst, dann düsen wir doch mal nach Sakron. Ich glaube, Rot ist ganz oben. Also die haben ja mit ordentlich Immersion gearbeitet, so dieser kleine Rütteleffekt. Die haben alles ausgereizt, was sie damals hatten. Der Typ, der das gemacht hat, der hieß nicht Daniel, der hieß, glaube ich, Steffen Dingel, der hat davor noch ein anderes Adventure gemacht, das hieß Mission Supernova. Das ist, glaube ich, ein, zwei Jahre älter. Ich schau mal ganz kurz. Mission Supernova. Das habe ich damals auch ein bisschen so angespielt. Kann mich aber da nicht mehr so hundertprozentig dran erinnern. Aber auf der Webseite von der Familie Dingel, da gibt's, ich packe das mal kurz hier rein, da kann man sich Andromedas Erbe runterladen, da kann man sich aber auch das andere Spiel runterladen, wenn man möchte. Drücke Taste, na, falsche Taste, drücke diese Taste. Okay, der Ort heißt Sakron. Sakron. Bitte um Spezifikation, Angabe der Ladezone. Okay, die kenne ich natürlich jetzt nicht. Zwischen 1 und 60.000. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit ihr heute Abend habt. Sollen wir es mal durchprobieren? Nee, also müssen wir nochmal woanders hin. Ja, was haben wir denn sonst noch? Ich könnte mal gucken, ob vielleicht irgendwie was auf dem Anrufbeantworter drauf ist
beim Kollegen hier, das war das Stockwerk 72. Drücke Tasten 72. Was ich schön finde an dem Spiel, wenn man jetzt heute so ein Adventure machen wollte, dann würde man wahrscheinlich irgendwie das AGS nehmen, das Adventure Game Studio, was ja so, weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so eine Art Baukasten für Adventures. Da gibt es auch relativ viele Adventures, die damit gemacht sind. Und vor allem die ganzen Adventures von, wie heißen die? Nicht Mindchat, sondern, wie heißen denn die? Ist ein amerikanisches, glaube ich, ein amerikanisches Studio. Adventure. Genau, ich schaue da gerade mal kurz nebenher. Also das AGS, da kannst du halt Spiele mitmachen. Genau, Wedged Eye Games heißen die. Die haben relativ viele Spiele gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht kennt. Das die hier, die Wedged Eye Games. Also da wird man wahrscheinlich heute sowas nehmen, glaube ich. Oder du nimmst irgendwie eine von diesen großen Engines, sowas wie, weiß ich, Unity oder so. Oder du bist halt Ron Gilbert und programmierst dir eine eigene Adventure Engine, weil du einfach Bock drauf hast. Sie ist verschlossen. Okay. Drücke. Okay, das Recognition fällt. Genau. Aber damals gab es das ja nicht. Ich weiß nicht, wie die das programmiert haben. Vielleicht mit C++ oder Turbo Pascal. Aber die mussten sich ja alles selber basteln. Und mal, da blinkt was. Öffne Postfach. Oh, was haben wir denn da drin? Und das finde ich schon ziemlich... Du musst ihn doch erst nehmen. Du kannst ihn nicht einfach so öffnen. Okay, öffne den Brief. Wow, der... Oh, verflixt, daran kann ich mich aber noch mega erinnern. Ein Verschiebepuzzle. Oh Gott. Also kennt jemand von euch so ganz gute Strategien für Verschiebepuzzles? Also ich glaube, wir können hier feststellen, den Rand erkennen wir ja ganz gut. Also dieses schwarze Teil ist hier oben links, dieses gelbe ist unten links, das hier ist oben rechts. Okay, wir haben unten links, oben rechts und ich würde sagen, unten links muss frei bleiben. Ja... Da, da, da. Also ich würde sagen, ein Teil habe ich doch schon mal an der richtigen Stelle. Ja, wir kommen auf den Kanal von Grobe Pixel. Könnt man live miterleben, was für eine unglaubliche Geduld ich habe. Okay, hier muss wahrscheinlich... Ja, was muss denn da hin? Der hier, oder? Boah. Voll gut, ey. Da, 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 da. Nee, da muss noch ein anderes Teil rein. Und zwar, ich würde sagen, der schwarze hier, der muss auf jeden Fall da drüben rein. Und der gelbe hier, der muss hier hin wahrscheinlich. Da, 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 da. Okay, der muss hier rein, ha? Okay, nee, so funktioniert es leider nicht. Oh Gott. Ah, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich glaube, ich habe jetzt auf Twitch die falsche Kategorie. Ich glaube, irgendwie irgendwas mit Nervenkitzel wäre, glaube ich, heute ganz gut. Okay, der sieht doch auch schon mal ganz gut aus. Und der
dunkle hier, der müsste doch vielleicht... Okay. Haha. Okay. Diese Kugel, die muss hier oben rechts rein, oder? Die passt doch hier auch. Der gelbe muss auf jeden Fall da unten rein. Und der muss, boah, keine Ahnung. Der muss vielleicht hier... Okay, die zwei sehen gut aus. Das heißt, der muss aber dann wahrscheinlich hier rechts rein. So, richtig, yes. Der vielleicht hier. Der gelbe hier. Ne, der gelbe muss hier. Aber andersrum. Der muss so rein. Nee. Wer baut denn so ein blödes Schiebepuzzle in so ein Spiel ein? Mann. Okay. Da, 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 da. So. So passt, oder? So passt der auch. So passen die Kugeln, oder? So passt der. Ah, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Gab es da auch so ein Schiebepuzzle? Ich hoffe, ich habe das gleiche. Nee, irgendwie, das ist noch ein bisschen, a little bit der Wurm drin. Okay, das passt doch hier jetzt aber auch. Das passt auch. Ah, jetzt muss der eine noch darüber. Okay, der passt auch. Der passt auch. Fast. Okay, was brauche ich denn jetzt noch? Der hier muss hier an den Rand. Und der unten in der Ecke bleibt frei. Das heißt, ich würde sagen, welcher muss denn dann hier? Der hier muss in die Mitte wahrscheinlich, oder? Der hier? Kommt der hier hin? Nee. Der muss es sein. Okay. Der passt hier hin, oder? Passt der hier hin? Ich weiß es nicht. Mein Problem ist, ich weiß, doch, der kommt hier hin, ganz sicher. Okay, ich glaube, wir haben es gleich. Berühmte letzte Worte. Ich glaube, also, ich habe ein todsicheres System. Ich habe ein todsicheres System. Der kommt hier hin, right? Der kommt hier hin.
Ja, und ich drehe die jetzt noch einmal um und der kommt hier hin. Der kommt hier hin. Ne, das passt aber noch nicht so. Der kommt hier hin. Der kommt hier hin. Okay, die drei muss ich noch umdrehen, dann habe ich es. Also wenn ich das geschafft habe, dann nächste Herausforderung ist hier auf Twitch Live Rubik's Cube. Den löse ich euch in unter 12 Stunden. Versprochen. Ja, Mann! Wuhu! So, ich gehe mal ganz kurz duschen, ein neues Deo auftragen. Dann bin ich wieder da. Hallo Peter, ich glaube, ich habe was Interessantes für dich. Ich habe etwas von einem Landeinterface Nummer 23775. Ja, das wird das Ding sein. 23775. Mitgekriegt, dass mit deinem Fall irgendwas zu tun haben muss. Weiß ich noch nicht, von welchem Planet gesprochen wurde. Matthias, Magic Slick, vielen, vielen Dank. Ich bin komplett nass geschwitzt. Gibt's Schieberätsel? Gibt's sowas jetzt mittlerweile auch schon offiziell als E-Sport? Das wäre, glaube ich, genau mein Ding. So, die Frage ist jetzt, was kann ich denn tun, damit dieses Rätselinterface hier weggeht wieder? Ich weiß es nämlich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe das reingeklickt, ich drücke auf Escape, drücke mal auf Enter, puh, ich drücke mal auf Q, passiert aber auch nichts. Ich drücke mal auf Hilfe, da passiert auch nichts. Wirklich. Ah doch, ich habe auf den Rand geklickt, dann ging's. Hat jemand nochmal Lust auf eine Runde Schieberätsel? Gut, dann klicke ich jetzt mal auf, ich glaube rot war ganz oben, ja. Ausgang, Treppe hoch, rein ins Raumschiff, drück die richtige Taste. Ja, ich weiß gar nicht, für alle, die letztes Mal nicht dabei waren, als ich auf dem UFO-Planeten gelandet bin, das ist so relativ am Anfang schon, das ist dieser Zara 4. Wenn man dann aussteigt, dann stirbt man ganz direkt, weil die Atmosphäre giftig ist. Und der Trick ist dann, man muss hier ist, also ihr seht es ja, Tastatur. Und wenn man auf irgendeine von den Tasten, ja genau, hier oben ist eine einzelne Taste. Die ist aber nicht farblich markiert. Da muss man draufdrücken und dann bekommt man die Atemmaske. Das ist echt ein ganz schönes bisschen fies. Sagron. S-A-G-R-O-N. Angabe der Ladezone 23775. Ne, habe ich es jetzt gemacht? Es passiert nichts. Ich muss schon mal drücken, habe ich falsch geklickt gerade. Sakron. Angabe der Ladezone 23775. Hä? Drücken. Passiert nichts. Nee, das ist, wenn du mal drauf schaust hier, in der schwarzen Leiste, wo es G zusteht, das siehst du, wenn ich über die Tastatur drüber gehe, auf der roten Taste, siehst du dann, dass es auf einmal von Tastatur zu Taste wird. Das ist für das Schließen und Öffnen der Tür. Die grüne ist für den Start. Diese graue ist für die Eingabe vom Ziel. Müssen wir gleich mal schauen. Müssen wir gleich mal schauen, warum es nicht funktioniert hat. Und das andere ist halt einfach nur so ein großer Tastaturblock. Außer die Taste hier oben in der Ecke, das ist wieder eine einzelne Taste und mit der kannst du halt die Dings holen, diese Sauerstoffmaske. Sagron, S-A-G-R-O-N. Ich gebe das jetzt mal direkt danach ein. 2, 3, 7, 7, 5, vielleicht geht es dann. Zielort unbekannt. S-A-G-R-O-N mit Space 23775 23775. Kurz gespeichert, okay.
Du schließt die Schiffsluke. Das macht automatisch. Komfortfunktion. Hui. Star Trek Feeling. Während des Fluges überkommt dich plötzlich eine unerträgliche Müdigkeit. Du versuchst die Augen offen zu halten, doch der Anblick der vorbeiziehenden Sterne hypnotisiert dich. Der Text ist ein bisschen zu schnell. Die haben gerendert, was das Zeug hält damals. Und die haben so oft mit den gleichen Grafiken gearbeitet, nur mit anderen Farben, Matthias. Das ist echt mega. Du wachst auf, alles ist wieder normal. Oder? Ende? Ui. Die haben gern gerendert. Die haben wirklich gerne gerendert. Das Abenteuer geht weiter in Andromedas Erbe Teil 2, der wahre Sieg. Dort kann Peter Platon den Fall lösen und die vielen noch ungeklärten Fragen beantworten. Wo ist das seltsame UFO? Von wem stammt es? Warum wurde der Professor umgebracht? Was war das eben für eine seltsame Vision? Warum heißt das Spiel Andromedas Erbe? Auf zwei 3,5 HD-Disketten gibt es doppelt so viele Grafiken und dreimal so viele Rätsel wie im ersten Teil. Außerdem natürlich wieder hervorragende Musik und Soundeffekte. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch ging. Aber dann kam das raus, auch Anfang der 90er, 93, 94 oder so. Mich hat's geflasht. Ihnen war der erste Teil zu leicht? Dann brauchen Sie den zweiten Teil, der auch Adventure-Profis für einige Tage zum Grübeln bringt. Erforschen Sie riesige, bizarre UFOs. Finden Sie heraus, was mit den Bewohnern einer Stadt des Planeten Erde geschehen ist. Auch ich erinnere mich, die hatten dann Fotos gemacht, auf der Erde halt, in dem Heimatort vom Herrn Dingel. Der hat dann ein paar Fotos gemacht und hat die quasi eingescannt oder digitalisiert als Hintergrundgrafiken. Treffen Sie auf die seltsamen Gäste eines intergalaktischen Schnellrestaurants. Versuchen Sie sich am Tetris-Spielautomaten und vieles mehr. Machen Sie eine Entdeckung von intergalaktischer Bedeutung. Geil, oder? Ja, dann bist du quasi noch hypnotisiert worden und dann musstest du direkt kaufen. Ah, das weiß ich nicht mehr genau, Matthias. Ich kann mich da nicht mehr so ganz genau erinnern. Aber ich weiß noch, dass es mir damals echt viel Spaß gemacht hat. Aber war natürlich auch aufregend. Guckt mal, das ist es. Seht ihr die Grafiken? Boah, Alter, der hat schon krassen Scheiß gemacht damals. Der hat hier das Schnellrestaurant kurz mal durchgerendert. Dann hat er hier echte Fotos mit Rendergrafik kombiniert. Das ist schon cool gemacht. Oh. Wird nochmal hier nochmal ein Renderauge. Tschüss. Ja, das war Andromedas Erbe 1. Ich würde sagen, Teil 2, den spare ich mir mal auf, vielleicht für nächsten Monat oder so. Das ist vielleicht so ein ganz gutes Zwischendurch-Projekt, dann auch mal ein bisschen Andromedas Erbe 2 zu spielen. Wenn ihr Lust habt, können wir uns aber noch mal kurz das Secret of Donkey Island anschauen.
Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß nicht, ob es schlecht ist. Ich weiß nicht, ob es irgendwie wehtut. Ich weiß nur, ich brauche mal kurz 2 Minuten Pause und dann können wir uns mal das Intro anschauen und überlegen, ob wir da ein bisschen spielen. Bin gleich wieder am Start. Ja, ich bin natürlich ein ganz großer Hacker. Ja, zu viele Fenster. Matthias, du kennst das ja, 3 Bildschirme und nur ein Kopf. Das ist für mich einfach teilweise ein Problem. Okay, The Secret of Donkey Island. Aus dem Jahr 94 und original ist das ein tschechisches Spiel, also aus der Tschechischen Republik. Ist von 2 Studenten entwickelt worden und jetzt viele, viele Jahre später ist eine englische Übersetzung gemacht worden. Und ich habe mir mal ein paar Screenshots angeschaut und die sehen ganz lustig aus. Also, keine Ahnung. Vielleicht ist es cool, vielleicht ist es aber auch einfach der Tod für Augen und Ohren. Aber ich würde sagen, schauen wir uns das doch mal an hier. TOO. Ich bin gespannt. Let's go. Genau, von, ich kann es gar nicht aussprechen, Petron Software, genau, aus dem Jahr 94. Und die englische Variante, die wir spielen, die könnt ihr euch kostenlos runterladen. Das ist auch legal. Also die, wo die Übersetzung gemacht haben, die Leute, die haben die Erlaubnis bekommen von den ursprünglichen Copyright-Inhabern. Insofern, wenn das ist der Hot Shit ist, das Spiel, dann könnt ihr das heute Nacht durchbingen. Wenn ihr Bock drauf habt. Ah, Musik ballert schon mal, oder? The Secret of Donkey Island. Okay, Schriftart muss ich sagen, die küsst meine Augen. Die Musik auch. Okay. Start, Intro, Restore or Exit. PCSP. Ey, ich lasse mich ja immer gern inspirieren und ich freue mich ja auch immer über Ratschläge und Meinungen und Diskussionen. Und Matthias, unser großartiger Quizmaster, hat mir ein paar Mal schon gesagt, Herr Wolfgang, nutzt doch bei Twitch die Kategorie Retro. Das ist populärer, als wenn du auf so ganz rare Titel gehst. Und heute ist es einfach die Kategorie Retro und deswegen passt das sehr gut. Genau. Ja, und Matthias, bitte, du kannst so viel Werbung machen wie immer du möchtest, ist auf jeden Fall in Ordnung, weil es in Ordnung ist natürlich. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an bei Matthias, vor allem wenn ihr euch für die diese Rando-Geschichten interessiert, wo Matthias ziemlich viel macht, das ist wirklich beeindruckend. Was wahrscheinlich aber auch beeindruckend ist, ist das Intro und
haltet euch fest, haltet euch die Ohren fest vielleicht auch nach dem kleinen Preview mit dem Speaker. Das ziehen wir uns jetzt mal rein, würde ich sagen. Here begins a strange tale. Starring the pirate Cabras Triput. Oder so ähnlich. Mein Tschechisch ist ein bisschen eingerostet. It all started. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus. Deep in the Caribbean. At a pirate island, Scap Island. In the harbor pub, the octopus. Es ist nicht die Scamba, aber ja. Okay. Also das Grafisch ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ah. Das klingt ja schon mal ganz gut, hey. Voller Gold und Diamanten. Gold, Perlen, Diamanten, voll gut. Also für uns als Pirat ist das ja, ist ja ein Jackpot eigentlich. Übrigens, kleines unnützes Wissen, was ich erst letzte Woche gelernt habe, weil als der gerade in die Bar reinkam, hat er ja gesagt Sperm Whale. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Sperm Whale ist. Ein Sperm Whale, also ein, wenn man es auf Deutsch naiv übersetzen würde, würde man sagen ein Sperma-Wal. Das ist ein Pottwal. Das habe ich letzte Woche in einem Podcast gehört, dass das die englische Bezeichnung für ein Pottwal ist. So, alle fertig? Ja, Kapitän. Anker hoch. Ja, Kapitän. Also ich finde es grafisch nicht schlecht. Für ein Spiel aus der Zeit. Und es hat ganz starke Retro-Vibes mit dem Sound. Okay, die Piraten haben gemordet und gebrandschatzt. Das sind halt Piraten. Okay, ihr Erfolg war nur von kurzer Dauer. Aber diese Schriftart ist aber echt, die schmerzt im Auge. Die finde ich echt ein bisschen anstrengend. Aber grafisch, also wenn das zwei Studenten gemacht haben, damals mega. Okay, der Pirat Lecek, ne Legek. Ist das etwa ein Geisterpirat? Hat er etwa einen Flachbildfernseher? Gabras. Der gute alte Gabras. Also, ich weiß nicht, wenn einer von euch Tschechisch sprechen sollte, dann korrigiert mich bitte. Ich möchte mich nicht lustig machen, aber mein Problem ist, die meisten Sprachen bin ich nicht sehr bewandert. So, also Gabras, der ist hier an der Sunny Beach. Was haben wir unten? Wir können gehen. Wir können wahrscheinlich was angucken. Wir haben hier ein Feuer-Icon, wir können Feuer legen, wir können was stehlen, wir können reden und wir haben, okay, hier. Zurück zum Game. Okay, was haben wir denn? Nee, reden will ich gar nicht. Ich möchte. I don't see an opportunity to talk. Okay.
Ja, lass mal angucken hier. Okay. Danke für die Erfindung des Soundblasters. Mhm. Aber wir hatten doch nichts. Wir hatten es ja beim Quiz, ich glaube, Matthias, wir haben doch im Quiz irgendwie über Dings gequatscht, über Gameboy, über das Turtles Game, wo er immer Pizza Time gesagt hat. Das war noch Zeiten. Okay, was haben wir denn hier? Aha. Volcano, Big Tree, Jungle, Cape. Cape ist die Küste wahrscheinlich, oder? Ja. Jungle, was ist denn hier? Hier ist nichts mehr. Was ist hier vorne? Auch nichts. Hier ist die Coast. Ja, lasst mich mal überlegen. Coast ist die Küste. Was ist denn dann das Cape? So wie Cape Canaveral. Das ist halt ein Cape. Ein Cape ist dann, wie nennt man das auf Deutsch? Ja, dann viel Erfolg, Matthias. Gutes Training. The water, while full of rocks, is very calm. Aber ich meine, diese Grafik von Gubrush, oder wie er heißt, ist natürlich ein mega Rip-Off, oder? Also, da haben sie sich schon sehr, sehr, sehr stark orientiert am Original. Also ein strange, ein verrückt, komischer Baum, merkwürdiger Baum mit einer roten Rinde. Aha. Gibt es sonst noch irgendwas? Der hinkt ein bisschen. I don't mind that. The trail continues into the jungle. Okay, man merkt schon natürlich, dass da so ein paar Komfortsachen, die man jetzt in modernen Adventures hat, die gibt es hier nicht. Okay, aber what the fuck ist denn das hier? Das ist ein Alpaka. A strange looking donkey. Okay, ja, Secret of Donkey Island natürlich. Okay. Ja, vielleicht können wir mit dem Crazy Donkey hier mal ein bisschen quatschen. Who does I talk to here? Naja, mit dem Crazy Donkey. Okay. I am Gabras Tribute. Lustig. I am Gabras Tribute, a mighty pirate. Ich habe einen Kollegen, der kommt aus Tschechien, der muss ich mal fragen, wie man das ausspricht. And the Donkey Dunlop, a rubber trader. Okay. Also wenn wir mindestens Gummi brauchen, dann sollten wir mal mit ihm mal quatschen. Aufblasbare Donkeys, Monkeys und more. Man hat eine spezielle Maschine, um die herzustellen. Das ist wahrscheinlich dieses Gerät. Kann ich dir was über Donkey Island fragen? Ich wäre da interessiert an ein paar Infos. Ja, und zwar, okay, da gehen wir alles durch. Okay, was gibt es denn hier alles auf der Insel? Es gibt einen Vulkan. Mhm. Und es gibt noch irgendwas, was die interessant macht. Hat er vergessen. Okay. Gibt es hier Leute auf der Insel? Viele, okay, viele Esel gibt es hier vor allem. Und es gab einen Unfall. Oh, was denn für ein Unfall? Okay, let's talk about business. Wir wollen natürlich was haben, und zwar so einen aufblasbaren Esel. Now all you have to do is, okay, wir brauchen ein bisschen Gummi, den packen wir da oben rein.
Und dann kommt das Gerät schon raus. Mega gut. Das heißt, wir brauchen aber erstmal ein bisschen Gummi wahrscheinlich. Und wenn ich einen Affen haben möchte, okay, warte eine Minute. Affen hat er keine mehr. Okay, das heißt, wenn ich einen Donkey will, brauche ich ein paar ein bisschen zu Gummi. Aufblasbares Boot. Brauche was zu essen, aber ich habe nichts zu essen. Okay, dann gibt's auch nichts. Okay, was gibt's denn hier sonst noch? Eine Luftballons. Okay, es gibt diese Maschine. This is a machine for making things out of rubber. A Rubber Master. Okay, es ist so simpel. Huh? Nothing interesting. Was ist denn das hier hinten? That's not for you. Okay, ist nichts für uns. Dann gehen wir doch mal weiter. In Momenten wie diesen fehlt mir natürlich der Christian, der jetzt hier irgendwie eine Karte zeichnet. Muss ich schon sagen. Christian, du fehlst. Ein Glück, dass Christian am Mittwoch wieder zurück ist. Okay. Wir kamen von hier. Mal gucken, wo es weitergeht. Jetzt vielleicht da oben irgendwie durch? Nee, oder? Okay, verlieren wir uns. The Secret of Donkey Island. Ah, hier ist eine Hütte. Mega. Ich habe das Spiel übrigens über einen englischen Podcast entdeckt. Und zwar über den DOS Game Club. Weiß nicht, ob ihr den vielleicht kennt. Die haben das nämlich da besprochen. Und da fand ich das dann ganz, ganz nice eigentlich. Die besprechen nur DOS-Spiele. Was der Name vielleicht schon nahe liegt. I'll open the door. Okay. Dann gehen wir doch da mal rein. Okay, er schließt die Tür. Ich stelle fest, die Funktion, dass wenn man so einen Icon auswählt, der so lange aktiv bleibt, bis man einen anderen Icon auswählt, das ist eine Funktion, die dich auch leicht irre machen kann. Okay, ich öffne die Tür. Nice. Und jetzt nehme ich den anderen hier. Ich gehe rein. Okay. Und hier ist eine geheime Truhe. Ich öffne die Zaubertruhe. Don't touch my stuff, human. Wer spricht denn da? Schon wieder ein Donkey, oder? Ja, Mr. Donkey. Hello. Hallo, Donkey. Bist nicht daheim. Und wenn du daheim wärst, hätte er keine Zeit für so einen Quatsch. Okay. It's nothing, okay. Jetzt ein paar Bücher. Ich muss sagen, was ein bisschen schade ist, ist, dass es hier keine Musik gibt. Ich finde, das macht schon ganz schön viel aus beim Spiel. Vor allem bei vielen von den großen Retro-Games, natürlich Monkey Island und viele, viele andere, die haben eine coole Sounduntermalung und das finde ich schon eigentlich eine wichtige Sache, dass so eine gute Atmosphäre irgendwie aufkommt. Aber auf jeden Fall jetzt schon was im Inventar. Wo ging es denn da jetzt raus? Okay, hier geht's raus. So, ich bin so schlecht, was deinen Namen angeht. Shoshosamba, genau. Pixel Hunters, den kenne ich noch nicht. Kurz drauf geklickt. Ja, sieht aber schon mal ganz spannend. Oh, geil. Ich sehe hier schon auf der ersten Seite Aufschwung Ost. Das ist ja ein Klassiker. Oh, und lustig. Die besprechen Star Trek, A Final Unity. Das ist ja genau das Spiel, über das der Matthias vorhin gequatscht hat, was er bei sich gerade zum Lauf bringen will. Ja, danke schön. Da höre ich auf jeden Fall mal gern rein. Ja, und bei der Gelegenheit kann ich mir vielleicht hier noch ein Holz mitnehmen. This might come in handy. Mega.
Ja, bei Pixel Hunter, da muss ich immer denken an so das ein oder andere Adventure, das ich mit dem Christian schon gespielt habe, wo es dann auch darum ging, dass man wirklich einzelne Pixel irgendwo gefunden hat. Zum Beispiel in dieser einen epischen Indiana Jones 4-Szene, wo man in der Höhle ist, wo es so dunkel ist und man sucht diesen Generator, muss dann aufmachen, mit Benzin befüllen, starten. Wo man dann auch die einzelnen Pixel sucht. Okay, wir waren hier beim Vulkan waren wir noch nicht. Okay, the lava. Flowing lava. It's probably pretty hot. Kann ich damit vielleicht das Holz anzünden, um dann eine Fackel draus zu machen? I'll try a little trick. Okay. Voll gut. Ich verspreche, das war nicht geplant. Ich dachte eigentlich, dass ich mir da eine Fackel draus bauen kann. Und hier ist schon wieder so ein riesen Donkey. Donkey Temple, it doesn't look run down at all. Okay. Kann ich da reingehen vielleicht irgendwie? So eine Öffnung oder das Nasenloch vielleicht? Ah, doch. Du brauchst das Donkey Mindset, glaube ich, einfach dafür. Hier ist eine Plakette. Was steht da? Okay, irgendwas ist da auf eine Steinplatte geschrieben. Und zwar, er kann ein paar Sachen entziffern. Insert the NC kind of man. Okay. Or will boot with you both in head you or. Okay, keine Ahnung. Hier ist eine zweite Öffnung, zweites Nasenloch. Kann man es öffnen? Nee. Da. Okay, ich gehe noch mal ganz kurz rein. Denn ich glaube, manchmal ist es mit der Bedienung hier ein bisschen schwierig. Kann ich hier hochlaufen? Yes. Kann ich das Ding jetzt öffnen? Nee. Immer noch nicht, oder? Dance, dance, dance. Kann ich vielleicht mit dem Messer. This knife is. Okay. Was macht er jetzt? Sticht er sich ab? Okay, es ist ein bisschen stumpf, vielleicht das Messer. Das ist so dumm. Kann ich mit dem benutze? Nein, bitte nicht nochmal. Oh Gott. Ja. Du, 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 du. Und jetzt gleich nochmal die lustige Animation. Come on. Ach so, ich muss weiterklicken. Also, da geht nichts mehr. Ja, ist ein bisschen unpräzise mit der Steuerung. Okay, was können wir denn sonst noch machen? Hier ist a lot of lava. Da kommen wir erstmal nicht rüber, oder? Yes. Wahrscheinlich komme ich dann aber nicht mehr zurück. Wenn da. Hot lava means there no going back from here. Okay. Was sagen so die Größe von der Figur von Guybrush Threepwood? Die skaliert jetzt auch nicht so 100% korrekt, würde ich sagen. Weil da geht es zwei Schritte vor, wird riesig. Hier schrumpft er einfach. Das ist eine Anomalie im Raumzeitkontinuum. Ja, Frage ist natürlich, wie kommen wir da jetzt weiter? A small niche, okay, eine kleine Aussparung, eine kleine, okay.
There's probably a second exit, but it's closed. Was habe ich hier? Ich habe hier ein Nimm. Aber ich kann nicht das Loch nehmen, oder? There's nothing to pick up. Funktioniert das dann mit dem Messer? Aber wenn ich... Das ist ein bisschen schwierig. Also ich kann natürlich sagen, okay, benutze mal das Loch. Vielleicht kann er dazu reinfassen irgendwie. I think I need to put something inside. Ich habe halt nicht so viel. Ich habe hier anschauen, ich habe gehen, ich habe hier dieses Benutzen-Icon. Und wenn ich das Benutzen-Icon jetzt mit dem... das macht das gar nicht mehr. Ich dachte, wenn ich das Benutzen-Icon jetzt mit dem Messer hier irgendwie benutze, ne, dann macht er gar nichts. Gar nichts macht er da. Ja, es ist nicht so 100% rund, würde ich sagen, das Spiel. Oh Gott, bitte nicht nochmal. Okay, nichts kann passieren. Ja, ist mega lustig. Das war übrigens eines der ersten kommerziellen Spiele aus Tschechien, aus der Tschechischen Republik. So die Tschechische Republik, die hat ja später dann auch, also es gab ja später noch Studios aus Tschechien, aber The Secret of Donkey Island war eines der ersten. Also es ist eigentlich, ja, wie soll man sagen, ist eigentlich historisches Game eigentlich. Aber irgendwie kein Plan, wie es hier weitergeht. Hat jemand noch eine gute Idee? Also ich glaube, klar, mit dem Esel hier, da kann man irgendwas machen. Aber letztendlich bin ich jetzt auf dieser Lava-Insel hier gefangen. There's nothing to pick up here. Also ich kann jetzt auch nicht irgendwie einen Apfel pflücken oder irgendwas. Kann ich vielleicht so ein Ohr nehmen? Also ich glaube, ich muss irgendwas in diese Nasenlöcher reinpacken. But the question is what? Okay, hier komme ich nicht zurück. Was gibt's denn sonst noch? Hier ist nur die grüne Wiese. Aber er hat keine Brille. Also was könnte man denn da noch machen? Diese englische Übersetzung, die gibt es übrigens erst, glaube ich, ein halbes Jahr oder so. Also die gibt es noch nicht sehr, sehr lange. Ist also brandneu im Prinzip. Brandneues, altes Spiel. Und ich habe sogar noch ein kleines bisschen Content hier, ein bisschen Bonus-Content. Sekündle. Und zwar, wo ist denn der Chat? Hier. Der Link ist ein bisschen, den müsst ihr kopieren, den hat es ein bisschen durch das Sonderzeichen ein bisschen zerbrochen. Aber das ist die Wikipedia-Seite zum Spiel. Und zwar die Wikipedia-Seite zur tschechischen Version, und die heißt, ich spreche das jetzt nicht aus, aber das ist dieses T-O-O, genau. Und der Künstler, der das Spiel gemacht hat, der war auch noch ein paar anderen Spielen beteiligt, zum Beispiel an Akte Europa 97 oder an Mafia 2 2010 oder auch an Mafia 3 2016. Also der hat durchaus Welt noch ein bisschen was gemacht. Dennoch wüsste ich jetzt gern, wie es hier weitergeht.
Es gibt wahrscheinlich im Internet einige Seiten mit Komplettlösungen, aber ich fürchte, die sind alle auf Tschechisch. Und deswegen wird das wahrscheinlich jetzt nicht weiterhelfen. Ja, ich habe keinen Plan. Also hier ist Wiese und so. Vielleicht kann ich jetzt einfach. Ich würde halt gerne mit diesem blöden Dolch irgendwas machen. Aber jedes Mal, wenn ich diesen Dolch in die Finger nehme, versucht, macht er diesen doofen Trick hier. Okay, er macht immer diesen Trick. Macht immer nur diesen einen Trick. Was kann ich denn noch hier machen? Kann ich irgendwas nehmen? Ich kann nicht diesen Baum nehmen, oder? Nee. I have nothing to pick up. Kann ich, keine Ahnung, Gras rausreißen? Nee, kann ich auch nicht. Also ich glaube, das ist halt echt so ein Deadlock hier. Ich hätte wahrscheinlich einfach mehr Holz mitnehmen müssen. Ja, ich glaube, das ist wirklich eine Sackgasse. Aber ich finde es ganz witzig. Ich glaube, das ist sicherlich ein Spiel, was man auch nochmal, was man vielleicht nochmal eine Runde spielen kann. Dann muss man vielleicht ein bisschen mehr speichern. Braucht man vielleicht so dieses Sierra Adventure Mindset. Dann geht es vielleicht ein bisschen besser. Naja, dann würde ich an der Stelle sagen, ich mache Schluss für heute. Wenn ihr Bock und Zeit habt, ich bin morgen Abend mit dem Björn von To Be On Pod da. Da wollen wir nochmal eine zweite Session Colonization spielen und mal schauen, ob wir unsere Tea Party oder sonstige Unabhängigkeitsfeier morgen feiern können. Und aller guten Dinge sind drei. Am Mittwoch gibt es Reunion mit Christian und da machen wir Kyrandia weiter. Und da bin ich auch mal gespannt, wie es weitergeht. Christian meinte ja, dass die allgemeine Spielzeit nicht so super lang ist. Darum bin ich mal gespannt, wie weit wir kommen. Das hat letztes Mal ja echt schon viel Spaß gemacht. Und ja, Colonization bin ich auch gespannt. Fand ich letztes Mal auch cool. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig mit meiner, mit meiner technischen Ausstattung hier, das heißt mit meiner Tastatur. Aber am Schluss hat es schon gut geklappt. Und mit Björn macht es halt immer Spaß, weil Björn halt super viel Fachwissen einfach hat. Und die ganzen Anleitungen noch auswendig im Kopf hat. Das ist echt cool. Okidoki. Ich wünsche euch einen schönen Abend und schöne Restwoche. Ist am Montagabend wahrscheinlich schon noch ein bisschen zu früh, oder? Eine schöne Woche und vielleicht sehen wir uns morgen Abend oder in Discord und wünsche euch was. Bis bald. Tschüss.